Hallo Freunde, der weise Salomo hat vor 3000 Jahren einmal gesagt, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus kommt das Leben. Was meinte er unter Herz? Unsere Pumpe? Das meinst du doch auch nicht, wenn du sagst, ich liebe dich von ganzem Herzen, sonst müsstest du eigentlich sagen, ich liebe dich von ganzer Pumpe. Nein, das Herz ist nicht nur unsere Pumpe, sondern auch unser Gehirn, unser Nervensystem, der Sitz des Denkens, Fühlens und Wollens. Wenn du einen Schneemann baust, brauchst du 3 Kugeln dazu. Das ist so wie bei uns. Leib, Seele und Geist. Diese 3 Teile machen dich zu einem lebendigen Wesen. Sie gehören zusammen und man kann sie nicht trennen. So haben wir eigentlich auch 3 Herzen. Im körperlichen Bereich haben wir die Pumpe. Im seelischen Bereich unser Denken, Fühlen und Wollen und im geistlichen Bereich unser Gewissen. Ich bin einmal gefragt worden, wie kommt denn Jesus in unser Herz? Also besser gefragt, wie kommt denn Jesus in unser Innerstes, in unser Denken? Schauen wir uns das am Beispiel eines Hauses an. Ganz einfach. Gott hat uns Öffnungen gemacht, wodurch Jesus hereinkommen kann. Augen, Ohren, Mund, Nervensystem, Nase, also unsere 5 Sinne. Man nennt sie auch die Fenster der Seele. Achtung, alles, was durch diese Öffnungen hereinkommt, bleibt in uns drinnen. Vieles, meinen wir, vergessen wir gleich wieder, aber in Wirklichkeit haben wir es nur im Keller abgelegt. Ich habe erlebt, dass Bilder, die ich mir anschaute, noch nach 50 Jahren in mir drinnen waren. Also entscheidet, was ihr in euer Herz aufnehmen wollt oder wer da in euer Herz hineinkommen soll. Ihr könnt manchem Bösen die Türe verweisen und die Fenster schließen. Du entscheidest also, wer dich und dein Denken beherrscht. Denn wer dein Denken beherrscht, beherrscht auch deine Taten, deine Gewohnheit und dein Leben. Erstens, Jesus kommt durch das Lesen in dein Herz. Er sagt selber, dass er das Wort Gottes ist. Die Bibel ist also ein Medium, ein Element, wodurch Jesus in unseren Geist kommt und wirken kann. Wer also das Wort Gottes liest, darf wissen, Jesus kommt durchs Lesen seines Wortes in sein Herz. Lerne also das Leben Jesu kennen, beginne die Evangelien zu lesen, aber mit einem offenen Herzen, so, dass du Jesus wirklich kennenlernen willst. Durch Anschauen wirst du dann verändert. Wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Das Auge ist das Licht des Körpers, sagt Jesus. Zweitens, Jesus kommt durchs Hören in dein Herz. Wer also von Jesus, dem Wort Gottes, eine Predigt hört, ein Video sieht, ein Lied von Jesus hört oder selber singt, der darf wissen, Jesus kommt so in sein Herz. Jesus hat einmal zu seinen Aposteln gesagt, wer euch hört, der hört mich. Wer euch vernachlässigt, der vernachlässigt auch mich und Gott. Drittens, Jesus kommt durchs Nachdenken über ihn in dein Herz. Wenn du über das Leben Jesu nachdenkst, ihn anschaust, was er wie gemacht hat, dann ist er in deinem Herzen. Darum lerne Bibeltexte auswendig und wiederhole sie und bewege sie während des Tages in deinem Herzen. Was du liebst, darüber denkst du nach. Das geistert auch in deinen Gedanken herum. Viertens, Jesus spricht auch durch dein Gewissen zu dir. Bleiben wir noch einmal beim Bild des Hauses. Das Dachgeschoss ist dein Gewissen. Da wohnt der Vater und schaut, ob alles, was ins Haus hereinkommt, auch herein sollte. Höre auf die Stimme deines Gewissens. Wenn das Gewissen durch das Wort Gottes geschärft ist, dann ist es auch die Stimme Jesu in dir. Wenn du von Jesus redest, dann bleibt er auch in deinem Herzen. Denn Jesus sagt, wovon dein Herz voll ist, davon geht dein Mund über. Schenke Jesus deinen ersten Gedanken am Morgen und deinen letzten Gedanken am Abend. Und während des Tages erinnere dich an ihn und mache alles in seinem Namen. So ist er in deinem Herzen und bleibt auch drinnen. Fünftens, Jesus kommt durch die Gemeinschaft mit Gläubigen zu dir. Er sagt, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.
Also pflegt regelmäßig Gemeinschaft mit gläubigen Menschen im Gottesdienst, in der Bibel oder Jugendstunde. So ist Jesus bei dir. Betet und lest miteinander die Bibel und macht Erfahrungen mit ihm. Sechstens, Jesus kommt durch deine Erfahrungen, die du mit ihm machst, in dein Herz. Wenn du Jesus beim Wort nimmst und das tust, was er sagt, wirst du Erfahrungen mit ihm machen. Diese Erlebnisse prägen dich und das verbindet dich noch enger mit ihm. Jesus sagt es selber einmal: Wer diese meine Rede hört und tut, der gleicht einem Bauherrn, der sein Haus auf Felsen baut. Jesus kommt durch den Gehorsam in dein Herz. Sein Zeugnis sagt uns, wo immer man mit aufrichtigem Herzen Gott gehorcht, da wohnt Jesus im Herzen. Sage mir, womit du dich beschäftigst, davon gerne redest, und ich sage dir, wem dein Herz gehört. Entscheide also selber, wer oder was in dein Herz kommt, womit du dich beschäftigst, welche Filme du anschaust, welche Videospiele du spielst oder was deine Leidenschaft ist. Worüber du nachdenkst, wovon du redest, dem gehört dein Herz. Siebtens, Jesus kommt auch durch einen geistlichen Freund in dein Herz. Sage mir, mit wem du gehst, und ich sage dir, wer du bist. Deine Freunde prägen dein Leben. Suche dir also gute Freunde, gläubige Freunde, Freunde, die dich zu Jesus bringen und nicht solche, die dich von ihm abhalten. So ruft Gott dir zu: Gib mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen.